In diesem Video möchte ich euch die Schnellscan-Funktion von OLAP vorführen. Das ist ein Weg, um möglichst einfach die Chargen einem Auftrag bei OLAP hinzuzufügen. Ihr müsst seit diesem Update praktisch nicht mehr den Auftrag erst aufrufen und in die Abrechnung gehen und dort das Scanfeld öffnen, sondern ihr geht einfach hier in der Tagesübersicht in das Suchfenster und fangt einfach an, Materialien zu scannen, die ihr bei dem Auftrag verwendet habt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Implantatsschraube und ich scanne jetzt hier einfach noch eine Implantatsschraube. Wenn ich mehrfach den gleichen Artikel scanne oder ja, mit der gleichen Artikelnummer und der gleichen Charge, wird es dann entsprechend addiert. Und ihr seht vielleicht schon in dem Fenster, werde ich noch aufgefordert, einen Code von einer Arbeit zu scannen, denn OLAP weiß noch nicht, für welchen Auftrag dieses Material jetzt eigentlich gedacht ist. Ich muss also irgendwann hergehen und den Auftrags-QR-Code ja, des jeweiligen Auftrages scannen. So, den würde ich dann hier auch einfach mal einscannen und dann wird er mir unten anzeigen, dass er die Arbeit gefunden hat, für welchen Patienten das ist. Ich könnte jetzt auch noch weiter Materialien scannen. Natürlich nicht nur HIBC-Codes, sondern auch selbstgenerierte Materialcodes werden alle gleich behandelt. Und wenn ich dann fertig bin, muss ich nur einmal das Ganze mit einem Haken bestätigen. Und jetzt kann ich schon die nächsten Materialien scannen und muss mich um nichts weiter kümmern. Wenn ich jetzt hier in den entsprechenden Auftrag reingehe, also das war ja hier der Easy-Scan-Testpatient, finde ich unter Abrechnung nicht nur die Abrechnungsposition, sondern unten auch die gescannten Chargen. Und so ist es wirklich vom Aufwand her, denke ich, absolut minimal, die Chargen den ganzen Aufträgen hinzuzufügen.